Warum in aller Welt hält Victor zu dem Träger? Vielleicht hat Lubor ihm ein paar Gill angeboten. Willst du mir beim Packen helfen? Danke, aber ich nehme ohnehin nicht viel mit. Ich bin hier schon so gut wie fertig. Du willst Dalimil also wirklich verlassen? Ja. Da gäbe es allerdings noch eine Kleinigkeit, bei der ich Hilfe bräuchte, bevor ich gehe. Oder zwei, vielmehr. Sag mir, was ich für dich tun kann. Es geht um die Kinder. Sie sollten meine Schande nicht mitertragen müssen. Und genau das wird passieren, wenn ich sie hier lasse. Man wird sie ausgrenzen, weil die Leute wissen, dass sie mir nahestehen. Aber mitnehmen kann ich sie auch nicht. Ich kann mir tatsächlich nur einen einzigen Ort vorstellen, an dem sie sicher aufgehoben wären. Das Versteck. Verstehe. Die Kinder sind bei uns jederzeit willkommen. Danke, Clive. Das werde ich nicht vergessen. Lubor, du bist noch hier? Was ist, Ferda? Du bist ja ganz blass. In der Velkroi ist eine Flut ausgebrochen, und zwar eine große. Diese Banditen vom Bund der Geächteten wurden da draußen komplett vom Äther überschwemmt. Was? Ja, und jetzt haben sich diese Dreckskerle alle verwandelt und kommen auf uns zu. Akasische Banditen. Das ist das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können. Die Stadtwache wird ihnen keine 5 Minuten standhalten. Wir müssen raus aus der Stadt. Alle. Und zwar sofort. Ferda, ruf die Männer zusammen. Sie können jeden Moment hier sein. Wir müssen eine Fluchtroute für die Leute sichern. Na, worauf wartest du? Schon unterwegs. Clive, Planänderung. Die Kinder bleiben fürs Erste bei mir. Du gehst und suchst Konrad und Natalie. Sag ihnen, sie sollen sich auf eine sofortige Evakuierung vorbereiten. Verstanden. Ich versuche inzwischen mit allen anderen zu reden. Wünsch mir Glück. Ich schwöre, ich sage die Wahrheit. Sie kommen hierher. Ihr müsst müssen die hier draußen immer so einen Lärm machen? Oh, ihr seid es. Was wollt ihr hier, Lord Underhill? Ich muss euch etwas Dringendes mitteilen. In der Velkroi ist eine Ätherflut ausgebrochen. Das Lager des sogenannten Bunds der Geächteten ist überschwemmt worden. Sie haben sich verwandelt. All diese Banditen sind jetzt akasisch und sie könnten jeden Moment hier sein. Ihr müsst die Menschen aus der Stadt evakuieren und zwar sofort. Ach, wirklich? Und von wem, wenn ich fragen darf, habt ihr diese erschütternden Neuigkeiten? Von Lubor vielleicht? Der steht nämlich gerade auf dem Markt und erzählt genau denselben Unfug. Ihr könnt ja glauben, wem ihr wollt, Milord. Aber wir wissen ganz genau, dass er lügt. Warum sollte er in einer so ernsten Angelegenheit lügen? Wer weiß, vielleicht will er sich irgendwie an uns rächen. Wäre er nicht aufgeflogen, dann wäre dieser Kerl demnächst unser Dorfrat geworden. Ein Posten, auf den ein Träger sicher keine Aussicht mehr hat. Würde mich nicht wundern, wenn der Junge innerlich brodelt vor Zorn. Lord Underhill, verzeiht mir, aber es ist nur allzu offensichtlich, auf wessen Seite ihr steht. Lubor ist nicht vertrauenswürdig und deshalb seid ihr es leider ebenso wenig. Ich verstehe eure Skepsis. Aber was, wenn Lubor doch die Wahrheit sagt? Bedenkt, wie viele Leben hier potenziell auf dem Spiel stehen. Er lügt. Und zwar garantiert. Jetzt macht, dass ihr verschwindet. Ihr begeht einen großen Fehler. Komm, Clive. Wenn sie nicht auf uns hören, müssen wir einen anderen Weg finden, die Stadt zu retten. Sieht so aus. Sprechen wir mit Ferda. Vielleicht machen wir den Laden besser dicht für heute. Was macht denn Lubor da für einen Abstand?
Das darf sein. Bitte sehr. Eine ausgezeichnete Wahl. Ferda. Sid, was gibt's? Ich habe versucht, mit Konrad und Natalie zu reden. Leider vergebens. Sie sind überzeugt, dass alles, was Lubor sagt, gelogen ist. Diese Schwachköpfe! Auf die Stadtwache könnt ihr also nicht zählen. Aber auf mich. Ich werde euch helfen, Dalimil zu verteidigen. Sagt mir nur wie. Danke, das weiß ich zu schätzen. Sid! Ferda! Ich habe überall nach euch gesucht! Victor, du bist noch hier? Ich dachte, Lubor braucht vielleicht Hilfe. Und genau der Fall ist gerade eingetreten. Kommt schnell mit! Ihr müsst mir glauben, sie kommen hierher! Sie essen nicht, sie schlafen nicht, sie werden nicht müde und sie töten jeden, der ihren Weg kreuzt. Das sind keine einfachen Banditen. Sie verhandeln nicht und kennen keine Gnade. Einmal konnten wir die Stadt verteidigen, aber diesmal ist es anders. Ich verlange nicht, dass ihr mir vergebt, aber bitte, glaubt mir. Wenn ihr nicht flieht, werdet ihr sterben. Ihr werdet alle sterben, verdammt! Das hättest du gern, nicht wahr, Träger? Ja, dann hättet ihr Träger Dalimil endlich für euch, weil wir alle weg sind. Mach, dass du abhaust! Hau ab, Träger! Lass uns von allen Säulen! Nichts raus mit dir! Hau ab! Verkrieg dich in dem Loch, wo bitte, du hier kommst! Ja! Warte, sieh mal da. Aufhören! Ihr tut ihm weh! Was hat Lubor euch überhaupt getan? Die ganze Zeit löst ihr eure doofen Probleme und passt auf, dass euch nichts passiert. Ihr wisst ganz genau, dass er alles für diese Stadt tun würde. Wer hat dir das Messer gemacht, das du jeden Tag benutzt, Konrad? Und was ist mit deinem Ladentisch, Natalie? Wer hat den repariert? Wer sagt seinen Männern immer, sie sollen die Straßen fegen, damit eure Stiefel nicht dreckig werden? Wer sieht hier von früh bis spät nach dem Rechten, damit in der Stadt alles rund läuft? Und keiner von euch hat ihm je gedankt. Noch nie. Und hat Lubor sich jemals beklagt? Nein. Er ist immer freundlich zu allen. Er hilft uns allen jeden Tag. Und ihr tut alles so, als wäre er gar nicht da. Ja, das stimmt, was er sagt. Wie konnte das nur so weit kommen? Lubor! Schluss jetzt! Es reicht! Martin! Wir bleiben hier. Die Stadtwache hat geschworen, Dalimil zu schützen und genau das werden wir tun. Und ich denke gar nicht daran, die Speicher aufzugeben, die wir so mühsam gefüllt haben. Also sag schon,
Was können wir tun, um uns diese Akasischen vom Leib zu halten? Wir fliehen nicht. Wir werden kämpfen. Also gut. Na schön. Hört gut zu, wenn ihr nicht sterben wollt. Erlaubt mir, die Lage zu erläutern. Die Ätherflut ist in der Velkroi ausgebrochen, nahe des Dorfs Ceratina. Es war jahrelang unbewohnt. Doch vor kurzem hat sich der Bund der Geächteten dort niedergelassen. Jetzt sind sie alle akasisch und wenn die Berichte stimmen, marschieren sie in unsere Richtung. Sie sind willenlose Monster. Sie kennen nichts außer Hass und Wut. Und sie sind absolut unberechenbar. Bei den Banditen konnten wir wenigstens erahnen, wann und wo sie angreifen. Aber gegen diese Kreaturen wird Dalimil nichts anderes übrig bleiben, als sich blind in die Schlacht zu werfen. Die Stadtwache versammelt sich am Nordtor. Wir anderen übernehmen den Süden. Beide Gruppen, im Norden und im Süden, senden Späher aus. Und wer die Akasischen zuerst sichtet, informiert unverzüglich die andere Seite. Sobald sie in Reichweite sind, gehen wir geschlossen gegen sie vor. Wir müssen diese Monster um jeden Preis von Dalimil fernhalten. Konrad, kann ich auf die Schwerter der Stadtwache zählen? Jederzeit. Die Auswahl und Koordination der Späher überlasse ich dir, Viktor. Und das Kommando über unsere Männer übernimmst du, Ferder. Kann ich mich auf euch verlassen? Selbstverständlich. Wie du wünschst. Natalie, du gehst mit deinen Leuten los und sagst den Bürgern, dass sie sich im Badehaus verbarrikadieren sollen. Und mach den Handelsleuten klar, dass sie wirklich nur das Allernötigste in Sicherheit bringen sollen. Das Einzige, was zählt, ist, dass sie lebend hier rauskommen. Dinge sind ersetzbar, Menschenleben nicht. Wer sich Sorgen um seine Waren macht, dem sagt, dass der Dornenkuss sich bereit erklärt, für jeden Verlust aufzukommen. Ich verstehe. Werde ich ausrichten. Und was soll ich übernehmen? Natürlich die gefährlichste Aufgabe von allen. Dich wollte ich darum bitten, zum Ursprung allen Übels zu reisen. Nach Ceratina. Der Großteil der Meute dürfte noch dort sein. Und für Dalimil wird es keinen Frieden geben, bis wir sie mit Stumpf und Stiel ausgerottet haben. Gartenarbeit. Auch mal schön. Ich befürchte, dieses Unkraut wird sich als überaus hartnäckig erweisen. Sicher nicht hartnäckiger als ich. Keine Frage. Also dann. Wir alle wissen, was zu tun ist. Jetzt müssen wir es nur noch tun. Für Dalimil. Die anderen sind bereit. Ich sollte sie nicht warten lassen. Die Garnison hat gedroht, ihre Wachen vom Markt abzuziehen, wenn wir nicht... Ich will mit diesem Herzog über all die... Ich habe eben den Hauptmann gesehen. Diese Stadt braucht dich. Können wir kurz reden? Worum geht's? Leider wieder um den Herzog. Seine Eminenz hat die Kontrolle über die Garnison übernommen und alle Soldaten eingezogen, um die Befestigung der Stadt voranzutreiben. Nun fehlt es in der Stadt an Wachen. Philipp hat notgedrungen eine Bürgerwehr ins Leben gerufen. Meine Leute sind dem Ruf natürlich sofort gefolgt. Doch trotz allem herrscht Not am Mann. Aber wenn du uns deine Stärke leihen würdest... dann ist den Menschen von Nordstedt vielleicht wieder eine ruhige Nacht vergönnt. Natürlich. Jederzeit.
Danke, Clive. Was würde ich nur ohne dich tun? Philipp sagte, die Bürgerwehr sei momentan... Ich suche die Herrin des Hauses. Wo ist sie? Hier, Milady. Und mit wem habe ich die Ehre, wenn ich fragen darf? Mein Name ist Sabine. Und ich bin die Tochter des Herzogs von Oriflam, was zurzeit mehr einer Schmach als einer Ehre gleichkommt. Ich wünsche mich, mit euch zu beratschlagen. Mit Vergnügen? Reden wir. Du gestattest doch sicher, Clive. Aber sicher. Wir reden später weiter. Bitte. Ich höre. Wie ihr wisst, ist mein Vater ein unerträglich hochmütiger Mann und ich verachte sein Gebaren ebenso wie ihr. Daher möchte ich euch zunächst danken. Dafür, dass ihr unentwegt eure Stimme gegen ihn erhebt. Leider lässt er sich von Vernunft nicht beeindrucken. Nein. Er muss zu spüren bekommen, dass sein Handeln Konsequenzen hat. Und wer soll ihn das spüren lassen? Na, ich. Mit der Hilfe anderer, die meinen Standpunkt teilen. Mit euch im Bunde könnte es gelingen, ihn für immer aus Nordstedt zu vertreiben. Wäre das nicht ein wenig drastisch? Drastische Maßnahmen sind, was die Situation erfordert. Oder wollt ihr weiter zusehen, wie eure Leute enteignet werden? Mein Vater ist überzeugt, dass jeder sein Leben dem Kaiserreich verpflichten muss, dass seine Bürger jedes Opfer bringen müssen, um es wiederzubeleben. Aber das ist falsch. Es sind nicht die Bürger, die sich dem Kaiserreich verpflichten müssen, sondern das Reich den Bürgern. Er war schon immer so. Er gesteht niemandem eine Meinung zu, den er unter sich wähnt. Aber ich werde nicht länger dabei zusehen, wie er das gemeine Volk mit Füßen tritt. Wir müssen ihn bekämpfen. Und zwar mit allen Mitteln. Kämpfen? Nein. Mein Bestreben ist es, die Spannungen in Nordstedt zu lindern, nicht sie zu schüren. Bei allem Respekt, Milady. Unsere einzige Chance, diese Stadt zu retten, besteht darin, uns unserem Feind geschlossen entgegenzustellen. Euer Vater und sein Gefolge inbegriffen. So gut ich eure Frustration verstehe, hoffe ich doch, ihn noch bekehren zu können. Vergebens, ihr werdet sehen. Aber wenn das so ist, dann will ich euch nicht länger belästigen. Ich hoffe nur, ihr kommt mir nicht in die Quere. Gehabt euch denn wohl. Temperament hat sie. In der Tat. Ich fürchte jedoch, dass gerade ihr Temperament den Herzog in seinem Kurs bestärken wird. Was für diese Stadt fatal enden könnte. Aber was rede ich? Für sie geht es nur um sich und ihren Vater. Familien. Verzeih, wo waren wir? Ah, richtig. Ich wollte dir von Philipps Plänen für die Bürgerwehr erzählen. Aber vielleicht tut er das besser selbst. Er müsste jetzt am Markt sein, wenn du bei ihm vorbeischauen möchtest? Werde ich. Schade, dass ich nicht mit kann. Gern würde ich sehen, was für ein Gespann ihr abgebt. Diese Stadt braucht dich. Ich brauche dich. Ich möchte ja gerne mal wissen, was man da... Ihr wollt die Menschen hier doch nicht... Bitte, ihr müsst handeln. Als Sohn Nordstedts ist es eure Pflicht, für eure Heimat zu kämpfen. Und das ist genau das, was ich hier tue, Milady. Oder zumindest versuche. Die Region ist voll mit diesen Wesen. Deshalb halte ich hier Wache. Aber euer wahrer Gegner sitzt hier in der Garnison. Gut, ihr seid nicht der einzige Soldat in Nordstedt. Schönen Dank für eure Hilfe. Dich hat sie also auch im Visier. Ich bin kaum zu Wort gekommen. Ganz ihr Vater, die Gute. Vorhin hatte sie einen Gastauftritt am Schleier. Sie wollte Madame überreden, mit ihr eine Rebellion anzustacheln. Hat bestimmt geklappt.
So charmant, wie sie mit den Leuten umgeht. Aber egal, was führt dich her? Madame dachte, du könntest Hilfe vertragen. Ach, dachte sie, ja? Was soll ich sagen? Sie hat recht. Wie immer. Es wurden wieder welche gesichtet. Du weißt schon, diese Ungeheuer. Sie sind hier. Sieht so aus. Und es sind viele. Die Berichte sind noch nicht bestätigt. Also könntest du sie vielleicht überprüfen? Mach ich. Wo soll ich hin? Zu Gwigors Tränen. Einer der Späher will sie in der Nähe des Wassers gesehen haben. Schon unterwegs. Danke, Clive. Ich überprüfe die anderen Berichte. Wir treffen uns dann wieder hier. War's das, Ultima? Clive, da bist du ja. Geht's dir gut? Ja, aber die Berichte stimmen. Die Wesen sind zurück. Die hier am Ufer habe ich erledigt. Immerhin ein Anfang. Aber was machen sie südlich der Stadt? Letztes Mal kamen sie aus dem Norden. Angriffe aus einer Richtung können wir vielleicht abwehren, aber aus beiden? Hast du Speer im Norden? Ja. Aber ich gehe mir das besser selbst ansehen. Du gehst zurück nach Nordstedt. Nur für den Fall, dass da Krieg ausbricht, während ich weg bin. Warum Krieg? Diese Herzogstochter scheint sich die Stadtleute vorgeknöpft zu haben. Sie schürt überall Unmut gegen ihren Vater. Die stürmen uns noch die Garnison, sag ich dir. Was? Genau das hatte Madame befürchtet. Ich werde sehen, was ich tun kann. Und du sei vorsichtig. Oh, keine Sorge. Beim ersten bisschen Blau bin ich schneller zurück in der Stadt, als du gucken kannst. Verstehst du nicht, Vater? Die Leute von Nordstedt haben genug geopfert und nun verlangst du noch mehr. Jetzt hör mir zu, Sabine. Was wären diese Leute denn schon ohne ihr Land, hm? Das Kaiserreich ist ihr Schwert und ihr Schild. Dank ihm können sie sich ohne Furcht ihres Lebens erfreuen. Doch nun steht das Reich am Abgrund. Wie soll das Volk ohne Schwert kämpfen? Wie soll es ohne Schild seine Familien beschützen? Wird es waffenlos den nahenden Horden standhalten können? Nein. Doch es gibt Hoffnung. Ein neuer Schild. Ein neues Schwert. Ein neues Sanbrek. Wir können, so Gwigor es will, dieses Kaiserreich wieder aufbauen. Das mag ja sein, Vater. Aber wir wollen nicht.
Nicht, wenn die Leute von Nordstedt dafür ihr Leben aufgeben müssen. Bitte, kein Streit auf offener Straße. Damit ist absolut niemandem gedient. Vor der Stadt lauern Ungeheuer. Die gilt es zu bekämpfen und nicht einander. Denn euer Schwert und Schild tun bislang nichts, um uns vor ihnen zu schützen. Hüte deine Zunge, du Hure! Du hast meiner Tochter deinen Unsinn eingeredet, aber mich wirst du nicht verderben. Verderben? Hättet ihr eurer Tochter jemals zugehört, wüsstet ihr, dass sie durchaus ihre eigenen Prinzipien hat. Zumindest hoffe ich, dass ihr Prinzipien und nicht euren Stolz als Tochter durchsetzen wollt. Nordstedt hat Besseres verdient. Nordstedt hat Besseres als dich verdient, Carla. Ja, ich weiß, wer du bist. Die Hure Dichasias, die einen Träger gevögelt hat. Macht euch das neidisch? Dass eine Frau einem Mann Gwigors einen Träger vorgezogen hat? Clive! Feinde im Anmarsch. Sie kommen von Oriflam. Hunderte, vielleicht noch mehr. Nein, mit dem Bau der Barrikaden haben wir doch gerade erst begonnen. Alle Mann zurück nach Kernovant. Dort werden wir sie abfangen. Hört ihr schwer? Das war ein Befehl! Und dies ist eine aufrichtige Bitte. Lasst uns hier kämpfen und unsere Heimat verteidigen. Unsere Familien und Nachbarn. Gemeinsam für Nordstedt. Ja! Ihr habt Madame gehört. Worauf warten wir? Pikeniere an die Tore, Bogenschützen auf die Dächer, aber plötzlich! Aber sie ist nur eine billige... Hure, ja. Und wir würden ihr bis in die Hölle folgen. Die Männer haben ihre Befehle. Sie sind in Position. Ich habe sie über die ganze Stadt verteilt. Ich denke, wir sind bereit für den Angriff. Egal aus welcher Richtung. Danke, Philipp. Auch die Bürger wollen ihren Teil beitragen. Die Kräuterheilerin hat uns ihre Arzneien gespendet. Sollten deine Männer verletzt werden, bring sie zum Schleier. Wir stehen bereit. Das werde ich. Danke. Ich stehe auch bereit. Es werden viele sein. Viel mehr als ihr. Ihr braucht jeden Mann, den ihr bekommen könnt. Philipp, ich überlasse dir den Süden. Ich bezweifle, dass die Wesen am See die letzten waren. Ich auch. Ich gehe mit ein paar Männern runter. Sicher ist sicher. Was machst du? Ich gehe in Richtung Oriflam. Ich weiß, wie diese Wesen kämpfen. Sicher werde ich nicht alle aufhalten können, aber ich werde tun, was ich kann. Na gut. Aber sei vorsichtig. Danke, euch beiden. Verlass dich auf uns. Bis später, Madame. So viele! Gleich nicht mehr. Ah!
Das war wohl der letzte. Ich hoffe, die Stadt steht noch. Wir sollten schnell zurück. Komm, Torgal. Clive, gut, dich zu sehen. Philipp, der Weg nach Oriflam ist sicher. Wie ist es euch ergangen? Wir hatten unten am See ganz schön zu kämpfen. Aber keine Sorge, die Verwundeten werden im Schleier versorgt. Ein Glück. Nun, wir haben es überstanden. Fürs Erste zumindest. Ich danke euch für euren Einsatz. Ihr wart im Recht. Und ich im Unrecht. Auf ganzer Linie. Ich war überzeugt, dass Autorität das Einzige ist, was die Leute hier einen kann. Dass eine starke Hand sie führen muss, sie schützen muss, davor von den Strömungen des Schicksals davongetragen zu werden. Letztlich habt ihr sie geeint. Nicht mit Gewalt. Und auch nicht durch die Berufung auf ein göttliches Mandat, sondern durch Empathie. Ihr wisst, was sie fühlen, denn ihr fühlt wie sie. Unser Ziel war stets dasselbe, Eure Eminenz. Nur wart ihr abgelenkt von höheren Wünschen, Visionen von Macht und Ruhm. Während wir unsere Heimat hier vor Augen hatten. Und wieder habt ihr recht. Genau wie du, Sabine. Der Kaiser hat es selbst gesagt. Sanbrek ist nichts ohne seine Bürger. Vergib mir. Ich war ein Narr. Mir tut es auch leid, Vater. So weit hätte ich nie gehen sollen. Aber ich wollte, dass ihr versteht, was das Volk fühlt. Was ich fühle. Ich war so wütend. Ich schäme mich. Gräme dich nicht. Dies war mein Irrtum. Ich hätte hören sollen. Auf euch alle. Eure Eminenz, junge Herrin, ich bezweifle nicht, dass ihr mit den besten Absichten zu uns kamt. Dies aber trifft auf uns alle zu. Wir alle wollen Wohlstand, Sicherheit, Stabilität. Nicht nur für Nordstedt, sondern für das ganze Reich. Und wenn wir uns zusammentun, könnte dieser Wunsch wahr werden. Werdet ihr uns beistehen? Ja, werden wir. Ich danke euch, Eminenz. Dann werde ich mich jetzt um die Verwundeten kümmern. Nirgendwo werden Soldaten besser versorgt als im Schleier. Und heute ist der Andrang größer denn je. Madame Isabel ist eine wirklich beeindruckende Frau. In diesen dunklen Zeiten scheint mir, sind es nicht Männer wie ich, die das Reich führen sollten, sondern Frauen wie sie. So ist es. Hätte ich doch nur zur rechten Zeit auf sie gehört. Verzeiht meine Einmischung, aber die Zeit wäre jetzt. Madame hat es selbst gesagt, wir haben eine Chance, wenn alle zusammenarbeiten. Und das schließt euch ein. Ihr gehört zu uns. Zu euch? Wohlgesprochen, Hauptmann. Lasst dies einen Neuanfang sein. Nicht nur für Sanbrek, sondern für uns. Gut, hier bin ich wohl überflüssig. Vielleicht braucht Isabel Hilfe mit den Verwundeten. Kann ich dir sonst noch was Gutes tun? Thank you.
Halt durch, nur noch ein kleines Stück. Ist das der letzte? Wie steht es um die Verwundeten? Wenn ich etwas tun kann, lass es mich wissen. Ach, du hast heute schon genug geholfen, Clive. Danke. Nichts zu danken. Im Gegenteil, ich kann dir nicht genug dafür danken, was du für diese Stadt getan hast. Isabel, was hält dich hier in Nordstedt? Du hättest die Mittel, um an einen sicheren Ort zu ziehen. Aber du schienst bereit, hier zu sterben. Das ist eine lange Geschichte. Für dich nehme ich mir alle Zeit der Welt. Wie du willst. Vor langer Zeit lebte ich einmal im Kristalldominium. Damals war ich Carla und arbeitete als Kurtisane. Ich war so begehrt, dass sich nur hohe Adlige meine Gunst leisten konnten. Doch dann, eines Tages, änderte sich alles. Ich verliebte mich. Und zwar in einen Träger. Den Leibgardisten meines Herrn. Der wundervollste Mann, den ich je kannte. Sie entdeckten uns zusammen. Sie peitschten ihn aus und verboten ihm, mich je wieder anzusehen. Also flohen wir. Weder er noch ich wusste, wohin. Ziellos wanderten wir durch die Welt, hofften jeden Tag auf den nächsten und fürchteten ihn zugleich. Bis wir hier ankamen, in Nordstedt. Im Schleier fanden wir Zuflucht. Und Essen und Kleider. Er heilte unsere Wunden. Zumindest meine Wunden. Ihm war nicht mehr zu helfen. Er starb also. Leider. Kurz nach unserer Ankunft. Ein paar friedliche Tage waren uns noch vergönnt vor seinem Ende. Sie waren das größte Geschenk meines Lebens. Als das Leben aus seinen Armen wich, schloss Nordstedt mich in seine. Die Männer und Frauen des Schleiers teilten meine Trauer, trösteten mich. Mich, eine völlig Fremde, behandelten sie wie eine Schwester. Also schwor ich, ihnen auf ewig eine Schwester zu sein. Für Nordstedt da zu sein, so wie es für mich da gewesen ist. Zurückzuzahlen, was ich dem Schleier schuldig bin. Danke, Isabel. Für dein Vertrauen. Du bist ihm ähnlich, weißt du? Vielleicht ist das der Grund, warum du mir so gut gefällst. Hör nie auf zu kämpfen, Clive. Ich werde es auch nicht. Es wird nicht einfach sein, Nordstedt weiter zusammenzuhalten. Aber sieh, was wir bewirken können. Was wir erreicht haben. Die Bürger, die Soldaten, der Herzog von Oriflam und seine Tochter. Sie alle kämpfen nun für diese Stadt, unser gemeinsames Zuhause. Und du, Clive? Können wir weiter auf dich zählen? Immer. Thank you.
ist sie. Die Flut. Mal sehen, was uns im Dorf erwartet. Wir müssen sie alle ausschalten. Der Bund ist hiermit aufgelöst. Wir müssen zurück nach Dalimel. Ich glaube, wir haben alle Akasischen erledigt. Das dürften die Letzten gewesen sein. Die Letzten hier bei uns vielleicht. Lubor, Sir Clive ist wieder da. Clive! Wie steht es um die Plage von Cheratina? Ausgemerzt. Mit Stumpf und Stiel. Ich wusste, dass du mich nicht enttäuscht. Vielen Dank, Clive. Freunde, wir haben dem Ansturm standgehalten. Die Akasischen sind besiegt. Und dank Clives Einsatz steht auch nicht zu befürchten, dass neue nachkommen. Wir haben es überstanden. Dalimel ist gerettet! Wir haben es geschafft! Lubor, ich muss mich bei dir entschuldigen. Du hast so viel für diese Stadt getan. Wir hätten nie an dir zweifeln dürfen. Aber das haben wir. Und wie sich herausstellt, völlig zu Unrecht. Wir können nur hoffen, dass du uns verzeihen wirst. Wir brauchen dich, Lubor. Dalimel braucht dich. Und falls du an dem Posten als Dorfrat noch interessiert sein solltest, meine Stimme hast du.
Du weißt aber schon noch, dass ich ein Träger bin, oder? Weiß ich. Aber das sagt nichts über dich aus, Lubor. Wie wir dich behandelt haben, sagt aber umso mehr über uns aus. Egal ob Träger oder nicht, du bist der Mann, der Dalimil gerettet hat. Und das jetzt zum zweiten Mal. Also gut. Ich werde euren Vorschlag annehmen. Allerdings nur unter zwei Bedingungen. Die wären? Erstens. Ihr beide werdet alles in eurer Macht Stehende tun, um eure Leute hinter mir zu vereinen. Ich stelle mich nur zur Wahl, wenn sowohl die Stadtwache als auch die Händler meine Führung unterstützen. Einheit ist der Schlüssel zu Dalimils Zukunft. Und die nächste Bedrohung, meine Freunde, kommt garantiert. Und dann werde ich von euch allen erwarten, dass ihr wie Pech und Schwefel zusammenhaltet. Genauso wie heute. Natürlich. Du hast unser Wort. Und zweitens, wenn ich euch anführen soll, dann müsst ihr euch damit abfinden, dass die Unterdrückung von Trägern in Dalimil heute ihr Ende findet. Allen Trägern hier werden dieselben Rechte zustehen wie jedem anderen Bürger auch. Sie werden nicht länger danach beurteilt, was sie sind, sondern wer sie sind. Wir haben vieles versäumt. Ich hoffe, wir können unsere Fehler wieder gut machen. Deinen Bedingungen stimmen wir zu. Und wir selbst stellen nur eine einzige Bedingung an dich. Dass du weiterhin nur das Beste für Dalimil im Sinn hast. Genauso wie bisher. Bedingung akzeptiert. Na dann, die Wahl ist mir wohl so gut wie sicher. Kriege ich jetzt eine bunte Schärpe oder so? Das Schicksal hat schon seine Launen. Ich stand schon kurz davor, Dalimil in Schimpf und Schande zu verlassen. Und jetzt bin ich plötzlich der Dorfrat. Hier. Für alles. Lubor, das mit den Kindern... Keine Sorge. Deine Hilfe ist jetzt natürlich nicht mehr erforderlich. Ich passe dann doch lieber selbst auf sie auf, als dass du sie mir zu Geächteten erziehst. Sie werden hier alles haben, was sie brauchen. Dafür sorge ich. Bei dir sind sie gut aufgehoben. Sowohl die Kinder, als auch die Stadt. Ich werde mich bemühen. Wir wollen ja nicht, dass deine ganze Arbeit umsonst war.